Hallo, ich bin Dr. Klinghardt. Ich bin seit 45 Jahren Arzt. Und in den vielen Jahren habe ich mich sehr beschäftigt mit der medizinischen Diagnostik und gesehen, dass es heute gar nicht mehr möglich ist, bei den chronischen Erkrankungen die wirklichen Ursachen zu finden. Es würde viel zu viel Geld kosten. Und wir haben eine reine energetische Testmethode entwickelt, die inzwischen auch in PubMed veröffentlicht ist und ist die erste diagnostische Methode in der Alternativmedizin, die hochsignifikante Ergebnisse erzielt im Vergleich mit der besten Labordiagnostik. Die Methode sieht ähnlich aus wie die angewandte Kinesiologie. Wir benutzen hauptsächlich die Armmuskeln und Fingermuskeln und wir schauen, ob bestimmte Stressoren Veränderungen verursachen und die werden dann interpretiert. Das System heißt ART oder der Autonome Response Test. Was wir damit machen können, wir können zum Beispiel jede Infektion, jede chronische Infektion, die im Körper irgendwo sich versteckt, nicht nur korrekt diagnostizieren, sondern auch lokalisieren. Und wir können die richtigen therapeutischen Maßnahmen dadurch finden, durch die Methode. Wir haben eine Ausbildung, wir haben ein Institut in der Nähe von Freiburg, das Institut für Neurobiologie nach Klinghardt. Und in dieser Ausbildung bringen wir einmal die Testmethode bei. Es ist ein bisschen wie Aikido oder Martial Arts. Ja, das hat einen praktischen Aspekt, den man nur hands-on lernen kann, den man nicht übers Internet lernen kann. Und die Kurse sind aufgeteilt. Wir haben den einen Teil, der heißt ART, Autonomic Response Testing, wo man die Grundtechniken lernt und die Diagnostik für chronische Toxine, für chronische Infektionen, aber auch für psychische Konflikte, die oft hinter allem liegen. Und angeschlossen an diese Methode haben wir, ich habe auch mal außer der Medizin auch Psychologie studiert und habe immer ein Auge drauf behalten auf der Psychologie. Und wir haben aus der alternativen Psychologie ganz viele Inhalte integriert in eine Methode, die heißt Psychokinesiologie. Ich habe darüber bereits im Jahr 1992 veröffentlicht. Mein erster Kurs war 1991. Also die Methode ist seit langem im Felde und hat sich ungeheuer bewährt für die Behandlung von chronischen Erkrankungen. Nicht nur von psychologischen Problemen, sondern auch von richtigen medizinischen Erkrankungen. Wir verwenden die Methode bei Krebs, bei chronischer Müdigkeit, Schlaflosigkeit und haben wirklich tolle Erfolge damit. Und angeschlossen an die Psychokinesiologie ist eine weitere Methode, die wir Mentalfeldtechnik nennen oder MFT. MFT erfordert keine Kinesiologie, keinen Muskeltest, keine Intuition. Das ist eine ganz pragmatische Methode, wie man einen Patienten, der einen Zustand hat von Unwohlsein, egal ob das ein Krankheitsgefühl ist oder Schmerzen oder aus dem psychologischen Bereich Depressionen, Sorgen, und haben eine ganz einfache, pragmatische Methode, mit der wir den Patienten da rausführen können, oft innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, das heißt Mentalfeldtechniken. Zu jeder Methode gibt es ein Lehrbuch. Das Lehrbuch über den autonomen Response-Test ist noch nicht raus, aber kommt raus in den nächsten Monaten. Wir haben aber in PubMed 6 oder 7 Veröffentlichungen inzwischen, die man nachschauen kann. Die Psychokinesiologie ist aufgeteilt in mehrere Kurse, Beginnerkurs und dann die fortgeschrittenen Kurse. Und Mentalfeldtechniken sind 2 relativ kurze, einfache Kurse. Die Methode wird vorgestellt deutschlandweit. Wir haben ein Team von unseren Wissenschaftlern, die in Deutschland immer wieder Schnupperkurse anbieten. Wir nennen diese Kurse Mach dich auf den Weg. Und was ich versprechen kann, ist, die Methode, die wir verwenden, ART, ist eine rein diagnostische Methode. Aber die therapeutische Mittelfindung, die wir dadurch entwickelt haben oder entwickeln konnten, hat dazu geführt, dass es uns möglich war, praktisch jedes medizinische Medikament, jedes toxische Medikament zu ersetzen mit
einer Kombination von natürlichen Mitteln, mit Moorextrakt, mit Pflanzenextrakten, die sorgfältig angebaut und geerntet werden. Vieles kommt aus Tirol, aus dem italienischen Raum, hoch in den Alpen, wo die Pflanzen noch widerstandsfähig sind und viele potente Pflanzen Adaptogene entwickelt haben. Und mit der Methode ART war es uns möglich, zum Beispiel zu vergleichen die medizinischen Antidepressiva mit den besten Kräutern und können immer auswählen, was ist für den Patienten das Beste. Ja, also die Methode erlaubt uns ganz, ganz viel. Wir haben Neurochirurgen, die das anwenden bei der Gehirnchirurgie, und wir haben Hausfrauen, die es nur anwenden für ihre Kinder, um das Wohl der Kinder zu sichern. Und vielleicht als Letztes möchte ich noch sagen, unsere Welt, die wir gebaut haben auf der Erde, wird immer toxischer, immer belasteter. Die Strahlenbelastung nimmt enorm zu. Die Belastung an den Chemikalien, die auf den Feldern verspritzt werden, nimmt jeden Tag zu. Und um auf dem Laufenden zu bleiben mit der eigenen Gesundheit, ist unsere Methode ist schnell. Es kostet nichts, wenn man die Methode mal gelernt hat. Und wir können damit ganz schnell identifizieren, wo Handlungsbedarf ist, und können sehr schnell identifizieren, welcher Behandlungsschritt ist der nächste richtige. Damit verabschiede ich mich für heute.